Rockantenne, das offizielle Rocktoberfest-Radio. Hallo zusammen, hier ist der Alex Wangler, der Wahnsinnswangler im Rockantenne-Wiesenstudio. Rocktoberfest heißt es bei uns. Und bei mir im Studio habe ich den nächsten Gast und ich freue mich ganz besonders, das ist die Stella, Wiesn-Playmate des Jahres 2019. Hallo Stella. Hi, ja, schön, genau, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Du bist es jetzt, Wiesn-Playmate. Ein Jahr lang auf jeden Fall Chefin hier im Ring, ja, kann man ja so sagen. Wie bist du das geworden? Wie schafft man sowas? Also ich habe ja schon immer in Modeljobs Verschiedenes ausprobiert, habe dann irgendwann mal wieder einen Playboy in der Hand gehabt und mir die Fotos angeschaut und einfach gesehen, wie wunderschön ästhetisch diese Fotos sind. Und ja, dann habe ich mich selbst beworben online und habe dann auch bald von Playboy gehört. Und dann stand fest, dass ich die Wiesn-Playmate 2019 sein darf und freue mich darüber natürlich sehr. Schaut mal hin, die hat auch wirklich das Lächeln dafür, ne? Das ist ja Wahnsinn. Guck dir das an. Wahnsinn, oder? Du, Rockantenne, großartiger Sender, du kennst ihn, hast ja du mir bereits gesagt, hörst auch ab und zu rein. Wenn du dir ein Rockkonzert aussuchen dürftest, welches wäre das? Gute Frage. Also bei Rammstein würde ich definitiv nicht Nein sagen. Till Lindemann zieht, ja, habe ich mir schon was gedacht. Okay. Schon alleine wegen dem Spektakel, also würde ich mir nicht entgehen lassen. Was du jetzt gerade erlebst, ist ein bisschen eine andere Welt, als wie es bisher war. Ne? Ein bisschen gemodelt ist das eine, aber Wiesn-Playmate zu sein, ist glaube ich schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja, definitiv. Wie kommt denn das so an, wenn du jetzt sag ich mal bei Terminen bist und so weiter? Wird man mit anderen Augen angeschaut und wenn ja, mit was für Augen so? Ja, man wird schon ein bisschen anders behandelt, aber im Moment lebe ich eigentlich einfach nur und genieße es und mache mir gar nicht so viele Gedanken drüber und ja, merke dadurch auch gar nicht, dass irgendwas anders ist. Ich bin ja immer noch derselbe Mensch und habe dieselben Bekannten und Freunde, also heb jetzt nicht ab oder so. War auch kein Problem für dich, etwas mehr nackte Haut zu zeigen, als man das normalerweise bei diesen Modeljobs so macht? Nö, ich bin da sehr offen. Ich zeig gerne meine Titten. Wow, jetzt? Ich auch. Nee, Quatsch, aber ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, manchmal, wenn dann so viele Leute drumherum stehen. Also ich stelle es mir doch ein bisschen kritisch vor. Also wir waren ein Team von 5. Hauptsächlich auch Frauen, da fällt einem das schon sehr einfach. Die Atmosphäre war sehr locker und es war auch heiß. Also es war eigentlich gar nicht so schwierig und ja. Du bist mit dir, mit deinem Gesicht, mit deinem Körper total im Reinen und sagst auch, klar, kann ich doch herzeigen, jetzt kann ich's. Ja. Ist das die Einstellung? Ja, also ich bin sehr zufrieden, klar. Ich finde aber, jeder sollte zufrieden sein. Jeder Mensch ist schön auf seine eigene Weise und jeder Körper, menschliche Körper ist auch schön. Deswegen, ja, bin ich da sehr offen, was Nacktheit angeht. Hast du ganz toll ausgedrückt. Also finde ich, ist auch super ansprechend für jedermann. Du hast auch einen Freund. Ja. Ja, der ist weit weg, ne? Der ist weit weg, der ist in Finnland, ja. Ganz schön schwierig, ne? Ach, wir kriegen das aber hin. Ja. War er denn so ein bisschen dagegen? Hat er gesagt, nee, mach das mal nicht. Geht aber nicht hier zum Playboy oder so? Oder hat er gesagt, ach doch? Also ich habe mit ihm schon immer sehr offen darüber geredet, auch als ich mich beworben habe. Und er fand es schon ganz cool. Als es dann feststand, war es so ein bisschen, doch ein bisschen komisch. Ich meine, jeder kann mich jetzt nackt sehen auf Fotos, da ist es wirklich festgehalten, das ist jetzt nicht wie in der Sauna oder so. Aber er hat dann die Fotos gesehen und hat auch gesagt, das sind echt schöne Fotos und ja, freut sich natürlich für mich. Super Erinnerung natürlich auch für dich. Klar, damit muss man dann leben, das muss man wissen, ob man das so möchte, dass es jeder sehen kann. Aber ich freue mich für dich, die sind auch toll geworden. Wir haben da vorhin auch schon mal reingeguckt, also ja, großartig, also richtig mit Anspruch und so gehört sich das dann auch. Stella, was hast du denn heute noch für Termine? Was machst du so noch? Tatsächlich darf ich hier im Paulaner bleiben, im Paulaner Festzelt. Ganz im Rockantenne Studio. Genau, Playboy kooperiert ja mit Paulaner und ja, da werden wir hier verschiedenste Leute treffen, wahrscheinlich ein paar Fotos machen, aber auch einfach zusammen essen und trinken und die Zeit genießen. Aber so eine Maske lässt du dir dann schon noch ein, oder? Schau ich mal, also jeden Tag weiß ich nicht, ob das geht. Okay. Aber ich meine, es schmeckt mir ja auch und Radler geht dann schon immer, also. Und wann klingelt's? So nach der ersten schon oder verträgst zwei oder? Es geht so. Also ich bin Alkohol nicht so gewöhnt, aber ich bin auch jemand, der dann zwischendrin immer eine Flasche Wasser trinkt und dann geht's schon. Stella ist eine Frau, die braucht keinen Alkohol, um sich auszuziehen.
Wo ist das nochmal? Ne? Ja, ne, Entschuldigung. Darf doch. Aber ich freue mich total, du bist menschlich und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ja, bleib danke so, wie schön. Du bist. Und Kommunikation, das ist deins, das merkt man schon. Und vor allem dieses Gesicht und dieses Grinsen. Also guck dir das mal an, ein Wahnsinn. Kann ich es nochmal haben? Ja. Dankeschön. Also viel Erfolg dir. Danke.